beschauliche Ruhe im bayerischen Ettal. Doch wegen des Missbrauchsskandals ist das Benediktinerkloster in die Schlagzeilen geraten, wie auch andere Einrichtungen der katholischen Kirche in Deutschland. In Ettal wurden Kinder und Jugendliche über Jahrzehnte brutal misshandelt, sadistisch gequält und sexuell missbraucht. Das ergibt sich aus dem Abschlussbericht des externen Sonderermittlers. Erst Anfang der 90er Jahre soll das Misshandlungssystem ein Ende gefunden haben. Die meisten Fälle sind verjährt. Heute gibt es hier 450 Schüler. Pater Maurus war bis vor kurzem Leiter der Klosterschule. Die gut 50 Mönche sollen sich zurückhaltend im Kontakt mit den Schülern zeigen. Auch im Alltagsleben der Mönche gibt es neue Ansätze. Dass er auch Freundschaften, Kontakte hat zu Menschen außerhalb der Klostergemeinschaft. Das ist wichtig für das seelische Gleichgewicht eines Mönchs, damit es nicht zu Entgleisungen kommt, die missbräuchlich sein könnten. Die katholische Kirche und der Staat wollen beim Thema Missbrauch künftig enger zusammenarbeiten. Staatliche Behörden seien bei Missbrauchsverdacht einzuschalten, fordert Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Ein Schritt, den auch die Opferschutzorganisation Weißer Ring fordert. Natürlich, die jüngeren Fälle müssen grundsätzlich an die Staatsanwaltschaft gemeldet werden, das ist ganz klar. Denn die Kirche ist ja kein Staat im Staat. Kloster Ettal will den Missbrauchsopfern Entschädigungen zahlen. Ein Schritt, den die Kirche bislang nicht gemacht hat.